Die Topstars der heimischen Leichtathletik sind gestern beim 12. Lise Prokop Memorial in die Freiluftsaison gestartet. Beim Meeting in St. Pölten hat Hürdensprinterin Beate Schrott nach überstandener Verletzungspause ihr Comeback gegeben. Das Sportzentrum Niederösterreich ist Beate Schrotts Wohnzimmer. Ein Heimspiel zum Saisonauftakt, das als Standortbestimmung dienen soll. Im Finale muss die St. Pöltnerin mit Schmerzen in der Wade aber schon nach wenigen Sekunden stehen bleiben und kann der amerikanischen Siegerin Amber Hughes nur hinterhersehen. Ein Rückschlag, der Schrott aber nicht aus der Bahn wirft, denn abseits des Sports bereitet sich die 31-Jährige auf einen neuen Lebensabschnitt vor. Privat läuft es wirklich gut. Also ich habe endlich mein Studium abgeschlossen, bin verlobt. Also es läuft alles super. Ja, wenn der Körper noch mitspielen würde, dann wäre es perfekt. Ganz andere Pläne hat Mehrkämpferin Ivona Dadic. Sie feilt in St. Pölten mit neuem Trainer an der Weitsprungtechnik und steckt schon jetzt mitten in den Vorbereitungen für die WM in Doha im Herbst. Sie hat meine Lauftechnik und meine Sprungtechnik komplett eigentlich umgeändert. Die Weite ist für den ersten Wettkampf ganz okay, nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber für das, dass ich halt eben alles umgestellt habe, muss ich mich zufrieden geben. Dadic wird Dritte, ihre Weite 5,94 Meter. Bei den Herren verpasst Österreichs schnellster Sprinter, der Mödlinger Markus Fuchs, über die 100 Meter als Vierter knapp das Podest, läuft zum Saisonauftakt mit 10,32 Sekunden, aber gleich zu einer neuen persönlichen Bestleistung. Der Lauf heute hat richtig gut hingehaut, endlich so, wie ich es im Training immer geschafft habe und jetzt kann die Saison endlich richtig schnell losgehen. Den internationalen Höhepunkt erleben die Zuschauer beim Kugelstoßen der Herren. Der Pole Konrad Pukowicki kommt in St. Pölten auf 21,7 Meter und damit weiter als bei seiner EM-Silbermedaille im Vorjahr in Berlin.